an die Brassen! Hallo, ihr Landratten und Kielschweine. Weiter im Spiel, Herrscher der Meere, unsere Handelsflotte hier in Järgern, werden wir jetzt auf den Weg schicken. Wieder zurück nach Hause, nach Festum. Ja. Und die sollte also auch dann bald verstärkt werden, um eine weitere Korvette, denke ich mal, damit wir hier genug Kapazität haben. Und endlich wird es Henry Morgan an den Kragen gehen. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl, hier ist ja noch Verstärkung unterwegs. Wir sind eingelaufen. So, eine Fregatte, eine Brig. Wir brauchen hier erstmal das Personal auf Sollstärke. Proviant. Und dann schicken wir die Jungs auch erstmal zack, Richtung Kap Brabak. Und wie sieht's hier aus? Sehen die Jungs sich schon? Die sehen sich noch nicht. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ihr solltet eigentlich in den Hafen einlaufen. Aber wenn ihr noch 12 Wochen Proviant habt, dann versucht es doch mal dahin zu schaffen. Da können wir nämlich den Zucker verkaufen. So, und endlich ist es soweit. Zack, wir werden hier unsere große Piratenjägerflotte zusammenstellen. Zack. So. Da sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schiffe. 10 passen maximal in eine Flotte. Also hier fast maximal Ausbau. Und jetzt geht es Henry Morgan an den Kragen. Ja, das passt doch vom Timing her. Wunderbar. Leute, endlich! Ja, Henry Morgan kann ich leider nicht angreifen. Der Typ versteckt sich immer noch im Hafen. Deswegen greife ich den Hafen an, damit wir den endlich fertig machen können. So. Und zack, da oben ist die Festung. Das ist hier die Fregatte, die schaufeln wir beiseite. Das ist die Fregatte, die packen wir auch erstmal beiseite. Na komm schon, zack, hier aus dem Weg. Jungs. Auch mal an die Seite, weil die sollen natürlich erst später eingreifen. So. Das ist auch eine Korvette. Wir schicken die auch mal an die Seite. Okay, und zack. Gleich den nächsten Dampfer hier ins Gefecht geschickt. Ja, die Brig Peckham. Ja. Jawohl, Jungs. Verfeuert eure Kugeln ruhig. Das ist ja hier der Sinn der Sache. Ups. Haben wir hier einen kleinen abgekriegt. So, aber hier ziehe ich das einfach mal durch, weil ich meine Schiffe natürlich sparen will für den Kampf gegen Captain Morgan. Ja. Und dann die erste richtige Flottenschlacht, die wir hier erleben. Da kann man ja gespannt sein. So, wie sieht's aus? Habt ihr schon euer Pulver verschossen? Nee. Ja. Ups. Das ging jetzt aber schnell. Ja, das ist halt bei der hohen Spielgeschwindigkeit so. Scheint es, dass die Computergegner genauer treffen. Ja. Deswegen ist das so ein bisschen kritisch. Ja, müssen wir die Jungs hier wirklich kitzeln. Jawohl. Autsch. Ja, ihr seht, die hauen da die Salve nur so raus. Müssen wir doch ein bisschen langsamer machen. Das hier ist ja tatsächlich noch eine Brig. Ja,
Ich muss ja ein paar Schiffe übrig behalten, damit ich den Piraten hier noch fertig kriege. Das wäre natürlich peinlich. So, Jungs. Auf geht's. So, das scheint jetzt aber zu passen. Wenn sie mich einmal unter Feuer nehmen, dann halten sie das auch auf größere Distanz durch. Na? Okay, ich wusste doch, da ist noch was in den Rohren. Ja, Aktion rohrfrei hier. Ja. Na komm schon, Jungs, traut euch. Jetzt wirklich alles, alle? Na dann, auf sie mit Gebrüll. Ja. Und alle Mann und ran da. Boah, jetzt hätte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, mich hier zu räuspern. Ich habe hier leider keine Stummtaste an dem Headset. Aber, ja, jetzt kommen sie hier alle an, positionieren sich und machen hier jetzt die Festung hoffentlich in kurzer Zeit den Gar aus. Komm, du suchst noch eine Position, hier ist noch Platz frei. Ihr seht die Fregatte mit den Zweiergeschützen, muss halt auch relativ nah ran. Großen Vorteil. Platz. Ja, dann kommt da alle ran. Okay, endlich. Ach, meine Fresse. Ich glaube, ich habe keine einzige Brick mehr übrig, ne? Kann das sein? Ah, ja, doch eine Brick habe ich noch übrig. Aber 1, 2, 3 Bricks haben sie mir hier unterm Hintern weggeschossen. Ja. So, und jetzt... Jawohl, jetzt kann ich den Piraten angreifen. Und jetzt schicken wir Henry Morgan dahin, wo er hingehört, in sein nasses Grab. Ja, von der Anzahl der Kanonen hier sind wir ungefähr ausgeglichen. Wie es aussieht, er hat wesentlich mehr Munition, Mannschaften, also... Na? Mal schauen, wie wir das hinkriegen. So, wo kommt er denn um die Ecke? Okay. Ich denke mal, der Dampfer hier, der wird als erstes in Reichweite kommen. Na komm schon. Haut sie auf die Schnauze. Fregatte halten wir hier mal ein bisschen zurück. Okay, da wird schon geentert. Okay, die sind beide weg. Scheint ja eher auf Enterkampf zu setzen. Autsch. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Hat da mir doch hier meine halbe Flotte weggekapert? Ah. Au, 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 au. Und auch noch... Hier, die Fregatte, Korvette, Halleluja. Eieieiei. Aber ich habe ihn auch ganz schön zusammengeschossen, muss man mal sagen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch eine neue Flotte aufstellen müssen, um den Burschen hier zu nageln. Ey, das geht doch nicht.
Okay, Kap und Norma, kann man denn hier... Oh, bauen wir hier einfach erstmal eine Werft und lassen die Jungs eine Brick bauen, damit wir die möglichst schnell hier parat haben. Die Festung bringen wir natürlich auch gleich möglichst auf Vordermann hier. Nicht, dass der Bursche sich erdreistet, nochmal hier einzulaufen. Zack, starten auch gleich die Reparatur. Und bauen das Ganze aus. Okay, wir können jetzt auch Ausbaustufe 12 machen. Ne? Und wir müssen sehen, dass wir weitere Schiffe hier runterkriegen. Wir haben natürlich hier eine Brig, eine Fregatte. Bisschen schwierig. Mal sehen, was haben wir denn hier auf Lager? Leider nur eine Fleute. Brig wird demnächst fertig. Okay. Dann hier in Mendena. Nix da. Eieieiei. Und in Festum. Da haben wir natürlich... Okay, da können wir wieder ein schönes Pärchen zusammenstellen. Eine Fregatte. Kann man sagen, nehmen wir 1er-Geschütze drauf. 3er-Geschütze. 3er-Geschütze sind natürlich schön fürs Feuern auf Entfernung. Das wäre natürlich eventuell ein Vorteil. Aber, also ich kriege hier gar nicht genug Leute zusammen, um die zu bemannen. Das wäre aber auch nicht das Problem. Immer noch wieder auf 2er. So. Proviant nehmen wir mit. Und zack. Fügen gleich noch eine Brick zur Flotte hinzu. So. Jawohl, 25 Mann und Proviant an Bord. Und dann wird... Zack, hier gesegelt nach Jergana. Wir haben uns dann Leute an Bord holen. Wir sind manövrierunfähig, Sir. Entschuldigung, war doch wieder mal die falsche Flotte. Ja. So, dann was haben wir hier in Nebelauen am Start? Nix. Und hier in Ewingen auch nix. Das sieht schlecht aus. Aber... Hier die Flotte, die Fregatte, die ich hier habe, die kann ich natürlich auch gleich einmal versuchen, quer hier über den Ozean zu jagen. Reicht das? Nee, das ist zu weit. Kommen die Jungs bis hierhin? Das ist noch in Reichweite. Wunderbar. Ja, weil ich will den Typen natürlich nach wie vor nicht entkommen lassen. Das wird haarig, das wird haarig. Henry Morgan, Henry Morgan. Ha? Ich krieg dich, Junge, und wenn ich dich bis ans Ende der Welt verfolge und darüber hinaus, ich krieg dich. Los, endlich! So, okay. Ach ja, so, dann sehen wir zu, den Spielzug hier beenden. Jawohl, finanziell dürften wir keine Probleme haben. Ja. Eine neue Brig in Ewingen. Sehr schön. In Jergan. Und die schicken wir dann auch gleich alle auf den Weg. So. Zack. Kaufen, neue Flotte bilden. Ausrüsten. So. So. Und die Jungs sollen keine Korvette bauen, sondern gleich die nächste Brig anschaffen und Jergan. Ja, auch da ist ja jetzt eine Brig fertig. Genau, kaufen, neue Flotte bilden. Zack, das muss jetzt hier, was von den Werften kommt, von den Hellingen, wird gleich rausgeschickt. Ja, ey, das kann ja nicht auf mir sitzen lassen. Was soll ich mit einer Galeone? K ist zwar zum Kämpfen ein schönes Schiff, aber
Das wäre natürlich eine Sache, die Galeone, die gerade mit Zucker unterwegs ist, auch noch für einen Kampfeinsatz umzurüsten. Weil in den kriegt man so viele Leute drauf, dass die kaum geentert werden kann. So, aus Jägern, die Brick, Schack, hier runter, schwupp. Und ihr geht bitte auch auf Gegenkurs. Und zack, ihr macht euch bitte auch gleich auf den Weg. Sollten nicht fix genug sein, hier runterzukommen. Lass mal's mal drauf ankommen. Ja. Und dann will ich auch zusehen, dass ich die Kampfgruppe daran führe. Erstmal haben wir auch einen neuen Monat, eine neue Mission. Wollen wir mal sehen, was da für uns bereit ist. Ein Geschenk des Prinzen in Nibelungen für die Obrigkeit in Schmidtburg soll ein sicheres Geleit erhalten. Hierbei handelt es sich um ein stolzes Schiff seiner Flotte. Dem Prinzen ist dies eine wahrhaft fürstliche Belohnung wert, wenn ihr es bis längstens Oktober 1545 an sein Ziel bringt. Nibelungen, Schmidtburg, Nibelungen. Das heißt, das ist also ein Schiff. Dann würde ich doch mal sagen, nutzen wir diese Brick dafür, um hier diese Mission wahrzunehmen nach Schmidtburg. Das ist nämlich doch hier relativ auf halbem Wege runter nach Kap Brabak, wo ich Henry morgen in sein nasses Grab schicken werde. Oh Mann, 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 Mann. Na? So, okay, die Mission nehme ich an. Und ja, dann kann ich diese Brick hier dann auch gleich wieder losschicken. Schauen wir uns nochmal diese Insel hier an. Da muss doch irgendwo muss doch dieser Hafen noch sein. Ja, ja. Bevor es aber jetzt weitergeht, verabschiede ich mich erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir heute nicht alles erlebt? Schiffe versenken gespielt. Bis zum nächsten Mal. Hat schön mit Öl.